Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Nachdem wir erst vor wenigen Minuten über die Konsequenzen der Finanzkrise für den Bankensektor diskutiert und gesprochen haben, erstaunt mich doch einmal mehr das scheinbar übergroße Vertrauen dieses Hauses in die Stabilität der Finanzmärkte. Dabei liegt die letzte Finanzkrise ja nun noch nicht so lang zurück, und die Folgen der ungebremsten Spekulation mit verbrieften Finanzprodukten sollte uns allen noch deutlich in Erinnerung sein. Und genauso wenig wie die verbrieften Hypothekarkredite das Finanzsystem stabiler gemacht haben in der Vergangenheit, werden verbriefte Staatsanleihen, also Sovereign Bond-Backed Securities, die Eurozone stabiler machen können. Ganz im Gegenteil, auch sie drohen im Krisenfall die Instabilität der Finanzmärkte zu erhöhen. Weder werden sie dazu beitragen können, die Flucht in sichere Anlagen zu verhindern, noch tragen sie dazu bei, die Konstruktionsfehler der Eurozone zu beheben. SBBS sind damit lediglich ein Herumdoktern im Symptom, aber kein Korrigieren der Ursachen. Und werte Kolleginnen und Kollegen, die politischen Konflikte und auch die Konstruktionsfehler, die zurzeit eine stabile Währungsunion behindern, können nicht durch Finanzalchemie und technische Tricksereien umschifft werden. Wollen wir eine stabile Eurozone, dann brauchen wir eine Zentralbank, die die Staatsanleihen ihrer Mitglieder garantiert. Deutschland und Co. müssen aufhören, mit ihrer unfairen Wirtschaftspolitik ihren Partnerländern das Wasser abzugraben. Und wir brauchen öffentliche Investitionen in wirtschaftlich strukturell schwächere Regionen. Damit wäre dann auch der Weg frei für echte europäische Anleihen. Vielen Dank.